Jetzt haben wir noch 50 Meter bis zum Start und das siebte Rennen. Unsere vorletzte Prüfung läuft. Guter Start für Avenue Transair vom inneren Startplatz. Verteidigt hier zunächst das Kommando. Beat the Blue fand ebenfalls gut in die Prüfung. Er scheint in zweiter Position. Avenue Transair und Beat the Blue. Dann Ottimo SAS, das ist das Spitzentrio ausgangs des Bogens. Vierte Position hat innen Races Boy und dahinter jetzt ein Fehler. 10 Rot, 10. Angels King wurde nach der Galoppade disqualifiziert. Avenue Transair weiter in Form. Ottimo SAS innen, Beat the Blue außen. Vierter ist dann Cry Me River, gefolgt von Casey Newport. An der Innenseite Racist Boy, dann Daphne Charisma und Celtic Boko. Victoria frei am Ende des Feldes. 12-4 die erste Zwischenzeit. Flottes Tempo also, das auf dem ersten Teilstück vorgelegt worden ist von Avenue Transair. Und der führt hier auch weiter in das Feld an, vor Ottimo SAS, Racist Boy innen, Beat the Blue, hat hier keine sonderlich schöne Ausgangsposition, muss hier mit der Außenspur vorlieb nehmen in der vierten Position, dahinter dann Cry Me a River vor Casey Newport, dann Daphne Charisma und Celtic Boko, Victoria frei. 20-2, der zweite Abschnitt, also deutlich ruhiger als die ersten 500 Meter. 15-8 aber immerhin bislang noch über den Weg für die ersten 900 Meter. Und unter dem unveränderten Kommando von Avenue Transair kommt das Feld jetzt wieder die Tribünen gerade herauf. Avenue Transair, Ottimo SAS, Beat the Blue House und Racist Boy an der Innenkante. Fünfter ist Cry Me a River, sechste Casey Newport, siebte Daphne Charisma, dann Celtic Boko und Victoria frei. Eine Runde jetzt noch bis zum Ziel, 17-9 die nächste Zwischenzeit. Avenue Transair weiterhin mit dem Kommando vor Ottimo SAS, Beat the Blue außen, Racist Boy innen, dann Cry Me a River und Casey Newport, die jetzt in die dritte Spur wechselt und außen angreift. Hinter Casey Newport geht jetzt auch Daphne Charisma in die Offensive. Alles rückt noch dichter zusammen, Ende gegenüber, aber vorne ist immer noch Avenue Transair, Ottimo SAS. Außen erscheint Casey Newport gemeinsam mit Daphne Charisma, Racist Boy an der Innenseite, dann Beat the Blue, der hier etwas Schwierigkeiten zu haben scheint in dieser Phase des Rennens. 18-6 war die vorletzte Zwischenzeit. An der letzten Ecke immer noch Avenue Transair vorn, kommt mit der Führung auf die Endgerade. Avenue Transair innen, Ottimo SAS außen, Casey Newport ganz außen, kommt Daphne Charisma ins Rollen. Avenue Transair, Daphne Charisma kommt, Avenue Transair gewinnt ihr Startziel gegen Daphne Charisma, dann Casey Newport und Ottimo SAS auf dem vierten Platz. 16-7, die letzte Zwischenzeit. Des siebten Rennens fahren vor. Das war der Preis der Union Investment Privatfonds GmbH. Unsere zweite Viererwettprüfung und das Ganze endete mit dem Start. Zielsieg von Avenue Transair aus dem Stall Nettle Racing. Bas Krebers ist der Trainer und zum Sieg gefahren wurde der Wallach von Lukas Wallin. Ein ganz junger Mann, der erst seit Ende März bei Bas Krebers arbeitet, dort schon einige Rennen gewinnen konnte. Und heute hier in Dienst lag, ich meine, das ist der erste Sieg gewesen hier, zumindest am Bärenkamp. Insgesamt hat er natürlich schon viele, viele Punkte markiert. Es gratulieren Tobias Schulz und für den Rennverein unser Vorstandsmitglied Norbert Blum. Lukas Wallin, unser Sieger im siebten Rennen gemeinsam mit Avenue Transair, jetzt auf dem Weg zur Siegerparade.